Eigentlich muss er gar nicht so schlecht drauf sein. Manchester United scheint sich langsam wieder zu fangen. Aber auch nach dem starken 1:1 gegen einen guten FC Chelsea wird über Van Gaals Zukunft spekuliert. Trotz einer zuletzt offensiv eingestellten Mannschaft, der man nicht viel vorwerfen kann. Ich denke, es war kein langweiliges Spiel. Zum dritten Mal in Folge war es richtig erfrischend. Deshalb hoffe ich, dass ich diese Woche auch von der Presse unterstützt werde. Es ist nicht zu überhören. Van Gaals Verhältnis zur Presse ist nicht das Beste. Seit längerem wird spekuliert, José Mourinho könnte den Job des Niederländers übernehmen. Denn wenn der sich nicht gerade ein Wortgefecht mit einem Reporter liefert, wirkt er seit Wochen ratlos. Wie nach der Niederlage gegen Southampton, angesprochen auf die Spielweise seiner Mannschaft, die von den eigenen Fans zunehmend als langweilig empfunden wird. Ich kann dieses Gefühl nicht ändern. Ich kann nur hart mit meinen Spielern arbeiten, um unser Spiel zu verbessern. Und das mache ich. Das scheint langsam Früchte zu tragen. Aber Van Gaals Job ist keinesfalls sicher. United hat satte 6 Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz.